Moin, sehr Fuchs da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Chirion Simulator 2012 von der guten Firma Astragon. Ich bin großer Fan. Wir sind gerade dabei, unsere erste Piste hier zu präparieren, sind auch, wenn wir den Balken angucken, im Grunde fertig. Jetzt gab es ja nur so ein bisschen Kleinkrams, das machen wir gerade eben noch hübsch. Und dann sind wir mit dieser Piste soweit auch durch und können uns dann um die nächste kümmern. Das bringt so jetzt ja erstmal gar kein Geld ein. Also man kriegt wirklich Geld nur damit, dass man die Kunden zufriedenstellt und die halt hier brav die Skiregion besuchen. Wir müssen mal ein bisschen unser Konto da unten in den Augen halten, ob das denn jetzt wächst oder nicht. Ich hoffe ja. Aber ey, eine Bank hilft einem ja immer gern mit Darlehen aus, ne? So ist es ja nicht. So, jetzt haben wir einen harten Turn hier machen. Ja, Rückwärtsgang läuft. Und da nochmal lang. Guck mal, da genießt schon einer der ersten Schiefer. Vorsicht! Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier sind auch schon noch Bahnarbeiten, ne? Also, man muss schon noch ein bisschen gucken. Sieht doch gut aus. Wie kann ich die Walze jetzt wieder anheben? G und dann Walze heben mit... Oh, guck mal, hier wieder dreckig gemacht, die Pimmel, ey. Was soll denn das? Diese Bahn gehört sich nicht benutzt, ja? Und Walze anheben. Dann sind wir auch schneller unterwegs. Machen alles wieder kaputt, was wir gerade glatt gewalzt haben. So, nun sind wir hier oben. Dann können wir uns mal umgucken, was hier so los ist. E. Moin. Oh, ich wollte schon wieder die Maus. Ich habe schon wieder zur Maus gegriffen, aber läuft nicht. Was ist das hier? Anlage kaufen. Was können wir denn kaufen? Eine Einrichtung. Je nach Größe der Station stehen mehr oder weniger Einrichtungen zur Verfügung, die sie zur verschiedenen Anlagen umfunktionieren können. Was kann ich denn kaufen? Ein Imbissstand, 21.000. Eine Skiverleih. Eine Wetterstation. Erstmal gucken, was das so ist. Für einen kleinen Happen oder ein wärmendes Getränk machen Skifahrer gerne Zwischenhalt bei einem Imbissstand. Finde ich auch erstmal vernünftig, ne? Nicht alle Gäste kommen mit ihren eigenen Skiausrüstungen hier an, weshalb der Bau eines Skiverleihs sicherlich eine gute Investition ist, aber doch nicht oben schon. Wetterstationen bringen zwar kein Geld ein, jedoch erweitern sie die Wettervorhersage, die auf ihrem PDA angezeigt wird. Kiosk. Das breite Angebot des Kiosks ist bei allen Altersgruppen beliebt. Alpin Bergwacht. Die Leute der Alpin Bergwacht sorgen für Sicherheit auf den Pisten. Auch wenn sie Unfälle nicht verhindern können, vermitteln Bergwachten ihre Gäste mehr Sicherheit. Skischule. Wer noch nicht so stabil auf zwei Brettern ist, kann sich hier die ersten Sporen verdienen, ohne sich gleich vor allen Anwesenden blamieren zu müssen. Oh ja, erstmal was zu fräsen, ne? Imbissstand ist okay. Da bekommt man doch direkt Appetit. Was ist das hier? Anlagen. Jede Station in ihrem Besitz bietet eine Reihe von Anlagen, die sie kaufen und umbauen können. Grüne Symbole, das Angebot reicht vom Imbissstand bis zur Helikopterplattform. Je nachdem, welches Geschäft sie anbieten, sprechen sie andere Zielgruppen an. Ah ja. So, also, die 4 gehört uns auch noch, offensichtlich. Jetzt auf die... Nee, ich wollte auf die... Scheiße. Wollte auf die Map gucken. Wie geht das? Escape. Also hier steht nur, dass uns die 8 gehört. Kann ich jetzt irgendwas machen? Kann ich die erwerben? 4. Skipiste liegt zwischen Station, Ehrgard und Station. Die Piste gehört ihnen nicht. Ja, das weiß ich. Ich will sie gerne kaufen. Diese Piste gehört ihnen nicht. Ja, ja. Okay, ich weiß nicht, wie man Skipisten kauft. Also uns gehört wirklich nur diese 8 und da, naja, ich sag mal so. Das Ding läuft, ne? Also viel zu tun gibt's hier nicht. Wir können jetzt hier noch ein paar Sachen bauen. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Skistation, verwalten. Station, Preise. Preisempfehlung 20. Ja, komm hier. Oh, ein bisschen erhöhen. So. Und wie kaufe ich jetzt so ein Ding? Ich will jetzt die 4 zum Beispiel noch dazu haben, weil, hey, wir müssen hier ein bisschen expandieren. Guck mal, die Leute kümmern sich hier ja auch gar nicht um die 4. Sieht ja fürchterlich aus. Fürchterlich sieht das aus. Ich habe keine Ahnung. Dann können wir hier noch eine Skischule anbieten oder so. Warum nicht? Kaufen. Skiverleih auf jeden Fall. Da, komm, gönn dir. Okay. Mehr geht. Und eine Schule würde auch noch gehen. Wie viel Kohle haben wir denn noch? Ja, noch ist ja Geld da, ne? Sollen wir uns gönnen.
Anlage kaufen, kaufen. Ich bin für eine Skischule. Und dann halt ein Souvenirladen. Souvenirladen geht immer. So, und nu? Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich hier soweit fertig. Ich kann das Ding jetzt wieder runterfahren und einmal tanken. Das ist wirklich etwas schwierig. Ich müsste jetzt irgendwie rausfinden, wie ich neue Strecken dazu kaufen kann, weil ganz ehrlich, dieses Ding jetzt hier zu verwalten, diese eine, ist jetzt nicht unbedingt sonderlich anspruchsvoll, ne? Also wir kriegen das schon hin. Lalalalalalala. Wir finden das noch raus. Also wir gehen uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Und ist ja mein komisches kleines Jetski. Damit fahren wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Parken wir erstmal hier. Jups. So, und rein in das Ding. Oh. Gepäck vergessen. Ein Gast hat sein Gepäck im Tal vergessen. Er wartet in der Skistation Kaltenfels darauf. Zeitlimit? Okay. Wie soll ich das holen? Belohnung? Nee, erstmal noch nicht. Wir machen so eine Mission noch, aber wir gucken jetzt erstmal, wie wir neue Pisten dazu kaufen können. Also ich hätte jetzt echt gedacht, so und dann Skipisten, Stationen. Ah, so geht das. 350.000 und das Ding kostet 160.000. Wir müssen die Stationen kaufen und dann gehören uns auch die Pisten dazwischen. 160.000, heieiei. Aber sonst ist es ein bisschen langweilig. Also ich denke, wir können uns schon... Wir kaufen noch den Holger, ne? Komm. Um diese Station zu kaufen, müssen Sie dort persönlich hinfahren. Okay. Wir fahren jetzt zu Holger. Oh, warte, wir haben nur noch 150.000. Scheiße. Was kostet das? Was kostet Holger? 160. Ja, ist nicht mit Holger. Aber gut, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Dann, was machen wir denn jetzt? Ich brauche jetzt Kohle. Jetzt muss ich warten, bis Kohle reingespült wird, oder wie? Wofür braucht man denn das Salz überhaupt? Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Also diese Piste sieht 1A aus. Und Holger muss ja irgendwo dann, wir folgen mal der 5. Holger muss ja dann irgendwo hier am Ende kommen. Moin Leute, das sieht ja fürchterlich aus hier. Ist das Holger? Ich glaube schon. Da. Da können wir Holger kaufen, alles klar. Ne, das ist ein Bankautomat oder was? Wir checken das mal. Man muss sich auch mal ein bisschen umgucken, ne? Was ist das jetzt hier? Finanzen ansehen. Einsteigen, eh. Achso, das ist das Auto. Ich wollte gerade sagen, ich kann in den Geldautomat einsteigen. Geil. Finanzen ansehen, R. Also, Kontostand 150.000, Kredit 50.000. Die Bank gewährt Ihnen keinen größeren Kredit als 200.000. Das macht ja nichts. Heute... Ja, heute sieht richtig scheiße aus. Gesamt haben wir momentan minus 149.000. Aber machen wir denn jetzt plus oder nicht? Einnahmen Tageskarte, Einnahmen Anlagen. Ja, das ist ja richtig scheiße. Wir müssen Missionen annehmen. Momentan verdienen wir nämlich gar nichts. Also wir müssen auf Missionen warten. Ohne Mission verdienen wir zurzeit nichts. Also die einzige Einnahmequelle ist jetzt, wenn jemand anfängt. Scheiße, meine Piste ist von Arsch. Bitte mach die mal hübsch. Und bis dahin können wir nur rumeiern. Das ist ein bisschen langweilig, ne? Wir müssen halt Pisteninspektor spielen und jetzt unsere Piste inspizieren. Lalalala. Wir können es ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir noch ein paar von diesen Zwergen oder so. Zwergengesicht! Oh, Zwergengesicht! Aber da kommt bestimmt gleich wieder so ein random Event und dann geht's los. Wir haben jetzt ja erstmal alle grundlegenden Fragen geklärt. Jetzt geht's wirklich nur noch darum, neue Pisten zu kriegen, um ein bisschen mehr tun zu müssen, denn aktuell sind unsere Pisten alle tutti. Wir haben ja auch nur eine. Das ist schon nicht unbedingt super spannend. Njum.
irgendwas für ein angenehmes Geräusch. Hier, die Piste wäre doch geil. Da hat man ein bisschen was zu tun, bis das Ding das schafft. Ne, vielleicht hätte ich nicht so viele Anlagen kaufen sollen, sondern lieber noch eine weitere Piste. Moin! Ihr habt doch bestimmt hier... Bestimmt habt ihr hier irgendwo so ein... Oh, guck mal, ein Schneemann. Switzerland! Get natural. Okay, ist das eine offizielle Werbetafel von denen? So, wo ist denn hier so ein... Hier ist doch 100% so ein Ding versteckt. Komm schon, Leute. Ich weiß doch, dass ihr hier so ein Ding versteckt habt. Muss doch irgendwo so ein... So ein Zwerg von der guten Frau Greta sein. War doch klar. Boings. Na, siehst du, wir gehen ein bisschen auf Zwergenjagd. Viel mehr haben wir sonst ja nichts zu tun. Man könnte jetzt auch mal so ordentlich schön Schnitzel essen, ne? Hier ist auch Lust drauf, so. Weiter geht's. Wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Gucken uns hier ein bisschen im Skigebiet um. Was ist das da? Was ist das da? Das sieht verdächtig aus. Gleich mal checken, was hier gemacht wird. Wir sind der Skigebiet-Inspektor. Wir kontrollieren sämtliche Häuser. Die Eiszapfen sehen ja geil aus. Die sehen ja geil aus. Wenn dir so ein Ding auf den Kopf fällt, ey, das kann nicht gesund sein. Na, habt ihr langweilig einfach stumpf wieder hier an diesem Haus irgendwo so ein Ding platziert? Einen Schlitten? Ne, nix los. Okay, Rückwärtsgang. Immerhin hält der Sprit ordentlich, ne? Muss ich sagen. Wenn ich da an den Bauernsimulator da denke, da haben die Traktoren aber gefressen und geschluckt wie verrückt. Hier eine Tribüne sah kurzzeitig aus wie cool und günstig Werbung, aber ist es nicht? Kann ich da hoch? Können wir wieder hoch? Können wir wieder hoch? Oh, das ist eine Tribüne. Ah. Ja, dann kann ich hier rauf gucken. Ich sehe nichts. Herrlich. Lassen wir unseren Blick mal schweifen über diese wunderbare Welt. So designed und so voller Leben. Jetzt könnte langsam auch mal wieder eine Quest reintrudeln, denn mir ist echt langweilig. Gibt es eine Möglichkeit, die irgendwie zu forcen? Hotels, Statistiken. Mhm. Einstellungen. Häufigkeit der Mission, ja. Alle 5 Minuten. Alle 2 Minuten. Erstmal erhöhen. Ja, mach mal alle 5 Minuten. Wir müssen die Mission ja auch noch abschließen können. Weiterspielen. So. Jetzt dürfte bald was kommen. Ne, komm, warum auch nicht? Wir können sie ja abbrechen. Machen wir erstmal alle 2 Minuten. Damit hier mal ein bisschen was passiert, ne? So. Jetzt heißt es nur noch warten auf die nächste Mission. Und während wir das tun, eiern wir hier rum. Da kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Oh, wo sind wir hier? Moin. Bisschen Skifahrer jagen. Wir können sie nicht umfahren. Oh, oh, oh. Man kann gar nichts umfahren. Wir fahren mal die 4 wieder runter. Ich beginne jetzt schon den Überblick zu verlieren. Oh, die Berge hinten im Hintergrund, Mann. Die sehen so aus, sehen so lebensecht aus. Ich fühle mich, als wäre ich wirklich in den Alpen. Das ist schon verrückt. Aber man muss sagen, bis jetzt läuft er erstaunlich gut. Ich habe auch einen Patch installiert. Ne? Das ist immer fatal, für so einen Simulator einen Patch zu installieren. Dann nimmt man sich die ganzen witzigen Bugs, die das Ganze so lustig machen. Also bis jetzt ist hier nicht viel Lustiges passiert, außer unser einer eingefrorene Typ, der sich dann woanders hin teleportiert hat. Das war eigentlich das einzige Witzige bis jetzt. Moin. Kann mal ein bisschen abkürzen. Ey, da hinten sehe ich Wasser. Ich sehe Wasser. Auf zum Wasser. Oh, oh, oh. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Yay. Jumpen. Wow, 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 wow. Holy shit. Was passiert, wenn wir so einen Abgrund runter jumpen? Yay. Oh, es geht auf jeden Fall. Man stirbt einfach nicht. Yay. Aber während ich auf einem Gerät sitze, kann es sein, dass ich dann vielleicht keine Mission kriege? Ich weiß nicht. Ich stelle das jetzt mal hier ab. Wir gehen jetzt mal ans Wasser. Moin. Du fährst aber echt hart am Rand, ey. Naja, eigentlich schon auf dem Rand. Dann üben wir nochmal, ne? Mit dem Führerschein so. Das muss man nochmal üben. Gehen wir ein bisschen an den See. Wir haben aktuell nichts zu tun. Wir könnten zwar wieder unsere Piste überbügeln, aber was bringt das aus, dass es Geld kostet, weil wir Sprit bezahlen müssen, ne? Bringt auch nichts.
Oh, da. Stahlseil für Windighorn. Die Station Windighorn benötigt eine Tromme Stahlseil für Reparaturarbeiten. Zeitlimit 4 Minuten. Akzeptieren. Transportmission. Fahren Sie mit einem Transportschlitten zu dem grün blinkenden Ring auf Ihrer PDA-Karte, um die Fracht abzuholen. Sobald die Ware aufgeladen ist, erscheint auf der PDA-Karte der Zielpunkt und das Zeitlimit wird gestartet. Je schneller Sie die Ladung abliefern, desto höher fällt die Belohnung aus. Wenn Sie das Zeitlimit überschreiten, gehen Sie leer aus. Okay. Wir haben nur keinen Transportschlitten, den müssen wir uns erstmal gönnen. Also, ich sehe jetzt erst unten, dass wir so eine Map haben. War die schon die ganze Zeit da? Wir fahren jetzt mal kurz zum Laden, um uns einen Transportschlitten zu organisieren, denn sowas haben wir aktuell nicht. Oh, ob man Autos wohl rammen kann? Ich habe das nämlich auf die Map gestarrt. Ups. So, okay. Kurz hier mal rein. Dann kaufen wir uns eben schnell so einen Schlitten. Ich hoffe, die sind nicht so teuer. Kann nicht so teuer sein. Ja. Walze. Pistenbully, Walze. Lizard. Deutz Aggregat. Radlader. Oh, scheiße, das sind Fahrzeuge. Mods. Anhänger. Transportschlitten. Nice. Mini-Kipper. Kaufen wir uns schon mal einen Transportschlitten und einen Rettungsschlitten. Brauchen wir beide. Zurück. So. Okay. Oh, wo geht's hier raus? Oh, ich muss den Ausgang finden. There we go. So. Was ist denn jetzt was? Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das rote ist der Rettungsschlitten. Und dieses komische braune Teil wird wohl der Transportschlitten sein. Oh, oh, oh. Wir finden das jetzt raus. Let's go, let's go, let's go. Los geht's. Jetzt haben wir endlich was zu tun, ey. Mission läuft, Leute. Transportschlitten ist angedockt. Physik läuft. Jetzt müssen wir zum grünen Punkt. Oh, hier hart rum. Da vorne ist er, ich sehe ihn schon. Aber mit so einem Transportschlitten fahren wir nicht mehr ganz so gut. Okay. Ware ist aufgesammelt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, Vorsicht, Leute, ich muss hier was ausliefern. Das ist ja wohl witzig. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Ich glaube, ich fahre falsch. Egal, wir werden es gleich sehen. Kann ich jetzt auch die große Map aufmachen und es sehen? Oh, scheiße, nee, warte. Nee, wir können es hier nicht sehen. Scheiße. Okay. Einfach machen. Drei Minuten Zeit, das wird schon passen. Drei Minuten, da geht was. Da geht was. Oh. Die haben mir gesagt, wo wir es hinbringen müssen. Wenn ich mir den Namen gemerkt hätte, hätte man auf der Map gucken können, wie man am besten hinkommt. Nächstes Mal sollten wir das vielleicht tun. Aber ich habe das Gefühl, ich fahre voll den Umweg. Aber solange wir das rechtzeitig hinbringen, kommt die Kohle rein. Das ist das Wichtige. Kohle muss rein. Könnte ich auch versuchen, einfach mal ein bisschen querfeld einzufahren. Es könnte aber auch schief gehen. Aber ich denke, wir müssen da vorne hoch. Einfach machen. Oh, wow, 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 wow. Ich bin ja voll falsch. Wir fahren jetzt einfach mal quer hier über alles. Das wird schon passen. Oh, der Horn kräht. Der Horn kräht. Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Wow, 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 wow. So liefert man Ware aus. Ja, war der Hahn. Es ist gerade stressig. Moment, wir müssen hier mal Pause machen. Ich finde es schön, wie der Soundeffekt einfach im Pausemenü weiter abgespielt wird, obwohl jetzt Pause ist.
So, ihr habt den Hahn kriegen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen eben kurz hier einen Break. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal einen Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.